But there is one leaf here in their tongue. He's Pofakin. Dragon Ball! So, ich bin's wieder, Foregone Oak, und ja, das war ein ganz schlechter Skyrim-Witz. Ich melde mich hier zurück nach ein bisschen Leveln, und wenn ihr euch fragt, ja, hier waren wir etwa am Ende des letzten richtigen Let's Plays. Manche von euch haben sich ja vielleicht das Geheim-Let's Play angeguckt, das man über den Link in Let's Play Torchlight 30, glaube ich, war es, volle Pulle in den Untergang ansehen kann. Da in der Infobox ist der entsprechende Link zum Geheim-Let's Play. Es ist eigentlich nur ein 30 Minuten langes oder 20 oder 30 Minuten langes, ich weiß es nicht genau. Ich glaube 20 Minuten langes Let's Play, indem ich einfach versuche, ein bisschen zu leveln und mich ganz nach oben begeben habe. So, gleich mal noch, wo wir beim Thema Infobox sind. Hier unten in der Infobox seht ihr schon ein paar Links. Das stimmt, das sind nämlich zum einen die Links zu befreundeten Let's Playern von mir. Bei denen habe ich das Wochenende verbracht und jo, wir waren zusammen im Zoo und haben zusammen einen Vlog gemacht. Und jo, ich kann euch Womb Panic nur wärmstens empfehlen. Also wie Megadötzi, ich habe die beiden unten verlinkt. Wer sich erinnert, Megadötzi hat mir auch ein Intro gemacht, das ich undankbarerweise umgeschnitten habe. Ja, ich bin schlimm. Nur gut, ja, das war's dann auch schon groß. Wir sind hier jetzt wieder im Schwarzen Palast auf Ebene 30. Oh, wir haben das Spiel bald. Oh, endlich. Nee, wir gehen die lustigen Sprüche über... Moment, ich habe gar keine lustigen Sprüche. Warum tut ihr euch diesen Scheiß an? Ich meine, wirklich. Egal, jo, also alles Wichtige in der Infobox. Vielleicht werde ich ja nochmal das Geheim-Let's Play verlinken. Mal sehen, wie ich lustig bin. Andererseits, mein Gedächtnis ist so gut wie eine vertrocknete Silberzwiebel. Also, wäre überraschend, wenn ich überhaupt irgendetwas verlinke. Jo, gut. Ich wollte noch irgendwas sagen. Genau, viele liebe Grüße an mein Schwänchen. Und wir starten hier jetzt in Let's Play Torchlight 31. Viel Spaß. So, also wir sind in Let's Play Torchlight 31. Oh, habe ich das nicht vorm Intro schon gesagt? Doch, habe ich. Ich bin so schlecht. Nun ja, also. Ich wollte ja die Identifizierungsrolle, ich kann es heute immer nicht aussprechen. So, ich habe ein bisschen gelevelt. Wir sind jetzt Stufe 5 und 3. Oh, ein Händler. Yes. War eigentlich klar, dass der nichts Gutes hat. Waffen brauchen wir eh nicht. Puh, dann legen wir das kurz hier um. Können wir das verkaufen? So. Okay, was geht jetzt? Wir sind Level 35, also immer noch nicht wirklich überlegen, aber auch nicht wirklich schwach. Deswegen, es ist jetzt wirklich kein Vergleich mehr zu Level 27, wo ja das letzte Let's Play geendet hat. 27 oder 28 war das, wenn ich mich nicht irre. Und, also, das war ja wirklich peinlich. Ihr seht auch schon, ich habe hier weiter gelevelt, weiter geskillt. Unter anderem habe ich das Schild stärker gemacht. Und ich habe, ich habe die Golems... Nein. Ich habe Golems beschwören erlernt. Das fand ich wichtig. Ich weiß nicht warum. Also es ist auf jeden Fall etwas, das ich nicht bereue gemacht zu haben, weil es echt lohnenswert ist. Und jo. Ich weiß nicht, wo die gerade sind, aber normalerweise schnetzeln die auch schön rein, die Golems. Ah, da sind sie ja. Die standen in der Spinne. Wo ihre Organe durchwühlt. Ich muss die Schläge jetzt aufhören. Super praktisch. So treffe ich die dann jetzt.
Oh nein, das... Na toll. So, wie gesagt, super praktisch. Die Leiche liegt jetzt nämlich genau auf dem Teleporter. Ach, das sind nur ein paar Mana-Tränke und so. Das können wir ja schon mal stecken lassen. Das haben wir nicht unbedingt nötig. Die Erfahrung haben wir ja von ihr bekommen. So. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Hier geht's lang. Ja! Das ist schön. Hier sind die nächsten Gegner. Episch verzogener Schwert. Warum sind hier so gerade so viele, gerade so viele, gerade so viele, gerade so viele? Meine Mutter hat in meiner Kindheit so viele Schallplatten gehört und es hat mir nichts ausgemacht. Ausgemacht, ausgemacht. Ne, im Ernst mal, warum sind hier so viele Bossgegner? Das ist verwirrend. Rosa. Rosa, feminin, wie sie doch wieder ist. Señor Español, schlägt wieder zu. Und das bauen sie alle aus ihrem kleinen Stargate. Ach, der kam tot raus. Totgeburt. Mach Witze über Totgeburt. Ich bin so lustig. Ah. So. Hm? Da ist die Treppe nach unten. Tatsächlich habe ich es geschafft. Hätte ich nicht gedacht, aber ich habe es geschafft. Es hat nur insgesamt grob überschlagen. Eine Woche gedauert, um diese Stage zu schaffen. Diese Stage zu schaffen. Naja, man muss dazu sagen, dass ich die 3 Tage weg war und, okay, ich habe nur an 2 Tagen gelevelt, weil ich einfach eine stinkfaule Stinksau bin. Stinkfaule Stinksau. Ich wieder. Jeez. Oh, das fängt so an. Wow, 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 fresst mein Laser. Fire the guns, all of them. Mein Gepäck ist voll. Elementar ist voll. Nein, auch schon wieder ein Bossgegner. Diesmal ist es Brot Akka. Das ist ja noch weiblicher. Ich gehe einfach mal, weil ich kein Mana mehr habe, den Nahkampf über. Ja, ich weiß, dass du nichts mehr aufnehmen kannst, lieber Charakter. Darum bin ich so frei und gebe das alles der Katze. Ich bin so ein guter Haustierhalter. So, dann schicken wir sie gleich mal los. Und wir haben noch 10 Minuten in diesem Let's Play. Ja, ich will jetzt mit den 20 Minuten das ernsthaft durchziehen. Und ja, ich gebe mein Bestes. Oh Mann. Das ist jetzt so toll. Wie viel hier auch wieder los ist, ist schlimmer als. Einkaufsstraße zur Rush Hour. Und da sind bekannt aus dem Frankenstein-Film die elektrischen Zapfen. Höchstwahrscheinlich wird uns gleich ein halbwegs vergammeltes Riesenungeheuer entgegentreten und uns freundlich im Einkaufsparadies begrüßen. Ist mir erst letztens passiert. Ach, ein Rüstungsständer. Also Rüstungsständer treten ja vermehrt in dunklen Katakomben auf. Wie gesagt, Einkaufszentrum. Ich weiß schon, wovon ich rede. Ah, Waffenständer. Das sind diese kleinen Probiertörtchen, die immer so verlockend an den Ständen stehen. Wo man einfach hingehen möchte und das probieren möchte, falls es was zu essen ist oder so. Aber wenn man dann wirklich hingeht und der Verkäufer starrt einen so an, dieses... Du hast was probiert, jetzt musst du was kaufen. Ich hasse Verkäufer. Sind unheimlich. Manche von ihnen wachsen Tentakel aus dem Mund. Oh Gott, das ist gut. Vergiftete Skelette, das, der Sinn will sich mir auch nicht erschließen, aber na gut. Oh mein. Oh, scheiße. Das ist ein großer Drache. Ein ganz großer Drache. Und er hat beschissen wenig Leben. Krass. Ich hab jetzt gedacht, hier kommt so ein epischer Bosskampf oder so. Wow. Wenn die alle noch damit gemischt hätten, dann wäre das ein epischer Bosskampf geworden. Haben sie aber nicht. Ich fröne mich an meinem Dusel. Was ist denn... Oh nein, nein, nein.
Nein, nein! Egal. Wenigstens haben wir bis hierhin durchgehalten, ist ja auch schon mal was. Dann hauen wir unseren Glutsteinschlag mal wieder hoch. Wir haben es bitter nötig. Chance auf bitte. Elementarschaden. Das ist ja so niedrig eigentlich. Gut, gehen wir weiter. Sehr weit waren wir in dem Dungeon jetzt auch nicht. Ja, hier sind schon die Speere. Ist es nicht interessant, mir beim Schweigen zuzuhören? Ich bin schon eingebildet. So, hier sind wir auch schon wieder. Epischer, stabiler Barb. Epischer, stabiler Barb vor allem. Das ist Müll. Das ist einfach nur, ja, das sind seltene Handschuhe, aber mehr auch nicht. So, mit unserem epischen, stabilen Barb. Ja, das Ding macht jetzt schon selbst mehr Schaden. Jo. Schild wäre nicht schlecht. Was zum... Was war das jetzt? Ernsthaft? Wieso? Wieso haben wir jetzt... Ach so, die ganzen Begleiter. Habe ich mich schon gewundert, warum die ganzen Viecher uns so schnell getrollt haben. Das lag daran, dass ich die Begleiter nicht mehr hatte. Deswegen... Der größte Teil unserer Stärke besteht momentan daraus, dass unsere Companions hier eigentlich den ganzen Schaden für uns abfangen und auch viel vom Schaden dealen, aber es ist ja jetzt natürlich sehr schlecht, wenn die nicht da sind, deswegen haben wir gerade trotz Schild so viel Schaden bekommen. Deswegen hole ich mir mal gleich meine Companions. Ach so. So, ich nehme mal grob an, dass der relativ gut ist. Oh, der ist relativ arg schlecht. Das war's? Ernsthaft? Ich kann nicht glauben, dass Meister Ulrich... Was für ein epischer Gegner! Ordrak ist... Sie haben eine Aufgabe. Blub. So, das überspringen wir einfach. Das ist nämlich nicht besonders... So, das Interessante hierbei ist jetzt eigentlich nur gewesen, sie ist jetzt davon überzeugt, dass ihr ehemaliger Meister komplett böse geworden ist durch diesen Drogenstein des Todes und yo, wir sollen einfach Ulrich aufhalten, damit der Ulrich all diese informativen und einfallsreichen Namen, damit er den nicht wieder beschwören, also wiederbeleben kann, oder besser gesagt, aus der katalysierten Energie von dem ganzen Glutstein ihn materialisieren kann. Oh, ich kann so kompliziert reden, wenn ich möchte. Jo. Also ich wäre jetzt extrem enttäuscht von dem Totengeist. Ich meine, ein Drache, ein paar Skelette und so ein Blutsäufer haben uns aufgehalten, sogar umgebracht, und der Totengeist war jetzt einfach so insta weg. Das Spiel überrascht mich immer wieder, immer und immer wieder. Dann, oh. So wie ich das sehe, sind wir dann auch bald am Ende des Spiels angelangt. Und das wird garantiert ganz schön lustig. Wenn ich da dann 10.000 Mal beim Endgegner faile. Also ich weiß nicht, wie das wirklich sein wird. Wahrscheinlich werde ich davor auch nochmal leveln, aber wirklich, das war beim letzten Mal, als ich das Spiel wieder gemacht habe, das war so hart. Ich habe eigentlich nichts gemacht, außer mich zu heilen und auch die Begleiter stelle ich neu zu beschwören, weil die schon nicht draufgegangen sind. So, jetzt kloppen wir aber erstmal hier das ganze Zeug zu Asche. Schließlich haben wir nicht den ganzen Tag Zeit, sondern nur noch 6 Minuten. Ja, ihr seht schon, wie ernst ich das nehme, um euch nicht mehr so extrem lang und langweilig in den Let's Play zu setzen. Den Teil da hinten ignorieren wir jetzt einfach ganz geflissen. Weil ich weiß, dass da hinten ist einfach nur Gold. Und, aber das Spiel weiß ich, brauche einfach kein Gold. Heilen. Und. Druff, uff, duff, frussuff.
kann so schön Russisch. Lass mir das nochmal hoch. Schön im Kreis gefeuert. Ich bin eine Machine Gun. So, Gold. Ich wollte irgendwas Informatives dazu beitragen, aber das ist mir nichts eingefallen. Oh, mein Schild. Alles wieder heile. So, dann trinken wir einen Trank. Und ja. Übrigens, da fällt mir jetzt gerade ein, lustig. Ich habe ein stark assoziatives Gedächtnis und mir ist gerade eingefallen, Gangplank aus League of Legends heilt sich ja und entfernt seine negativen Buffs, indem er einen Skill aktiviert, bei dem eine Orange ist. Und bei Orange wiederum ist mir ein Fail von mir vorhin eingefallen, als ich auf 9-Gag war. Und ich weiß nicht, gerade ist dieser Hype, wo man lustige Sprüche darüber reißt, was ein Film ist, wenn man ihn rückwärts anguckt. Da habe ich eben so einen Post über Saw gesehen. Und der Post ist, wenn man Saw rückwärts guckt, dann ist es ein herzzerreißender und rührender Film darüber, wie ein alter Mann Leuten Organe gibt. Und ich habe da gelesen, Orangen, Organs, Oranges, verwechselt, was ja Englisch war. Und statt da, in welchem Saw-Teil klaut ein alter Mann Leuten Orangen? Ja, ich habe jetzt einen Spot gelassen, in dem ihr lachen könnt. Ich bin so nett. Okay. Ach, der Drache stirbt nur. Oh, ich hasse das, wenn die so eine ewig lange Todesanimation haben, wo ich dann immer denke, dass die noch leben. Und dann, immer noch meine ganzen Skills draufhauen, wo da gar nichts mehr ist. Deswegen in Minecraft ist das auch immer so, wenn ich Tintenfische jagen gehe. Die Tinten, also in Minecraft ist es so, ein Gegner, die spawnt erst, wenn er den Boden berührt hat. Ach komm schon, ich hab mich doch geheilt. Auf jeden Fall, ein Gegner spawnt in Minecraft erst, wenn er den Boden berührt hat. Und nun ja, da war es dann eben so. Die Tintenfische failen in dem Punkt, weil sie ja dann im Meer leben und erst ganz nach unten treiben müssen, damit das dann wirklich so ist, dass sie spawnen können. Oder denke ich einfach immer, dass sie noch am Leben sind und will sie dann weiter angreifen, was natürlich nicht funktioniert. So, jetzt holen wir uns mal neue Unterwelt-Kobolde. Also, wenn man so hart fangen kann, ich habe echt gedacht, ich könnte jetzt hier wirklich ein Let's Play machen, wo ich einigermaßen wieder gut abschneide, aber ich sehe schon, zweimal gestorben. Ich verstehe nicht, wie das so übel sein kann. Ich meine, das Schild ist doch eigentlich richtig gut. Und wir haben die ganzen... Ich verstehe es nicht. Nun ja, aber ich lasse mich da jetzt auch nicht groß entmutigen, sondern mache da einfach weiter. Ich müsste vielleicht die Skills aktiver durchbenutzen. Ah, ich krieg das schon. Ich kann das. Du kannst das, Rocky. Prügel auf ein totes Schwein ein, das hilft immer. Mir tut die Jugend von heute leid, die ohne die ganzen alten Filme aufwächst. Oh, Bücher. Bücher. Ich liebe ja Lesen für mein Leben. Gern. Also, muss ich natürlich wieder wechseln. Ich habe das ganz praktisch gelegt. Auf Tab kann ich dazwischen wechseln, ob ich Unterwelt-Kobolde beschwören will oder die Lanze hier benutze. Und ja, tja, das, da fällt ich noch ein bisschen. Im Wechseln, habt ihr ja schon gesehen. So, gut, jetzt müssen wir hier ganz besonders vorsichtig sein, jetzt sind wir schon gestorben. Ach, das regt mich jetzt so auf. Na gut, hier die Drachen. Na. Gut, apropos Minecraft, die 1.3 ist ja jetzt schon eine ganze Weile draußen und, jo. Bugfixes und alles ist ja schon... Also ich finde das jetzt ziemlich toll, was da jetzt schon alles geleistet wurde hier. In Minecraft allgemein. Und mir tun eigentlich die ganzen Neueinsteiger in Minecraft leid, die überhaupt nicht mehr wertschätzen können, wie scheiße es war, Minecraft zu spielen.
als es noch in der Alpha war oder so. Also, das war richtig hart. Man hatte nur Dreck und Holz. Ich glaube, man hatte nicht mal Werkzeug. Ja, ich muss zugeben, ich bin auch erst in der Beta 1.7 eingestiegen. Ihr Begleiter ist zurück. Und da war es schon. Da war es schon extrem. Manchmal. Das ist ja wirklich auch so gut wie nichts. Also im Gegensatz zu heute gab es damals so gut wie nichts. Und ja. Heute sage ich, ja, alles, die Jugend von heute hat keine Ahnung mehr. Rap-tap-tap-tap-tap. So, also dann. Ich würde jetzt gernstens... Nicht genügend meiner. Gernstens den Ausgang dieser Ebene finden, aber so schnell werde ich das wohl nicht mehr. Und das sind jetzt die 20 Minuten. Ach, perfekt. Jetzt haben wir nämlich die Quest erfüllt, jetzt können wir einfach zurück in die Stadt. Das machen wir auch ganz fix. Lass mich mal überlegen. Ah, okay. Ihr wollt nicht, dass ich in die Stadt gehe. Gut, dann spiele ich noch mit euch. Ah, da habe ich es voll Spiefel. Spiefel voll. Ich kann nicht mehr reden. Es ist so deprimierend, aber es ist. Die sehen cool aus. Und epische Homunculus-Beinschienen. Nein, die sind schlechter als unsere, aber wir haben schon ein Homunculus-Teil. Ihr Begleiter hat. Also. Wir schicken jetzt einfach mal die Katze los, sobald das Overjung. Jetzt. So, Katze los. Hier. Zack, peng. Null drücken. Zurück in die Stadt. Und das war's wieder von mir. Ich bin vor der Golden Oak und jo, sobald der Ladebildschirm weg. Sobald der Ladebildschirm weg ist. Jo, jetzt. Bis zum nächsten Mal. Euer vor der Golden Oak.